Coole an der Quantenphysik ist ja, dass es eine völlig neue Welt eröffnet, wo ganz andere Gesetze herrschen. We have to manage with a set of rules where more than one thing can happen at the same time. Es ist eine der erfolgreichsten Theorien, die überhaupt je in der Physik erschaffen worden ist. Ich habe immer gerne gespielt, zum Beispiel mit Lego. Und auf eine Art geht das wie weiter. Irgendwann sind die Lego langweilig. Wahrscheinlich kann ich das Spiel erweitern. Jetzt habe ich plötzlich eine neue Welt, neue Bausteine, wo sich neue Sachen machen lassen. Und was für Sachen sich machen, da sind wir einfach dran, das versuchen herauszufinden. Die Quantenmechanik ist ja eigentlich entstanden aus der Physik, ungefähr in den 20er Jahren im letzten Jahrhundert. Das Interessante ist jetzt, dass sich diese Quantenmechanik in andere Gebiete hineinentwickelt hat, die aus einem ganz anderen Blickwinkel plötzlich die Freuden der Quantenmechanik entdecken und lustigerweise damit auch wieder die Physik befruchten. The beautiful thing there is that there are lots of different technologies. I use atoms, Vanessa uses some organic compounds in a material, but all of these things have a common theme, which is the quantum mechanics. CUSET draws these things together and we all talk to each other and I think we all learn from each other. So in our group, we focus on looking for new materials that could be useful for devices such as lithium-ion batteries and solar cells, and we seek to understand how charge, electrons, move through these materials so that we can make more efficient devices. We fabricate materials in a very, very small scale, so small that you cannot see with the eyes. You need a special microscope to look at them. We like to do that because materials, when you make them very small, they have new properties. And then we collaborate with other scientists in CUSET. They are specialized in different kinds of properties of matter and they do their experiments with them. Für mich in meinem täglichen Leben ist Quantenphysik spielen mit einzelnen Quantenobjekten, mit Spins meistens. Wir schiessen grünes Licht auf die Spins, wir prägen sie mit dem an und die geben uns als Antwort rotes Licht zurück. Das ist jetzt so 2015 oder so am Ende vom sogenannten Moore'schen Gesetz, vom Moore's Law, wo sagt, dass alle 18 Millionen Chips sich verdoppelt in seiner Geschwindigkeit zum Beispiel. Und da kommt man jetzt an die physikalische Grenze. Mit Hilfe der Quantenmechanik kann man jetzt aber eine ganz andere Art von Computer bauen. Einen, der nicht auf klassischen Systemen beruht, sondern einen, der auf quantenmechanischen Systemen beruht. Ben, je suis une sorte de magicien qui joue avec des photons. Et des photons, c'est des particules de lumière. Et je les fais disparaître ici et réapparaître là. Il y a un projet avec le professeur Gisin à Genève qui a pour but de faire passer de l'information quantique de Genève jusqu'à Zurich. Alors l'information quantique, elle passerait comme ça à travers la barrière de Rushdie et on pourrait utiliser ça comme symbole de QCIT. Gesellschaft profitiert immer davon, Sachen zu wissen. Je mehr wir herausfinden, desto reicher sind wir. Toutes ces collaborations permettent de tous ensemble faire quelque chose de révolutionnaire.